Der OFC hat einen Neuzugang zu verkünden. Hier links neben mir sitzt der Maximilian Rossmann. Herzlich willkommen in Offenbach. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, vielen Dank erstmal. Bin gespannt, freue mich auf die Zeit und ja, der Eindruck war durchweg positiv bis jetzt. Das freut uns. Wir wollen das Interview natürlich nutzen, um dich als Fußballer, aber auch als Mensch natürlich besser kennenzulernen. Wann fing das denn bei dir alles an? Wann hast du gemerkt, yo, Fußball, das ist so wirklich mein Ding? Ja, ich glaube, es ist wie bei vielen. Mein Vater hat mich damals zu Eintracht Braunschweig gebracht. Hab dann mit 4, 5, glaube ich, angefangen. Und seitdem ja, gibt's eigentlich nichts anderes bis dato. Bin aber mittlerweile auch in einem gewissen Alter, wo ich sage, okay, ich würde gern ein Fernstudium anfangen. Und ja, trotzdem spielt Fußball immer noch die größte Rolle in meinem Leben. Sehr schön. Hast du schon immer, also du bist Innenverteidiger, das mal eben vorab, schon immer Innenverteidiger gespielt oder vielleicht im Sturm angefangen? Ich frage die Frage ganz gern. Ja, man hört da schon so ein bisschen Unterton raus. Das ist, glaube ich, bei vielen so, dass sie früher eher vorne gespielt haben. So war es bei mir auch. Ich war damals Mittelfeldspieler, Zehner eher und wurde dann vom VfL Wolfsburg gescoutet. Hab da ein bisschen defensiver gespielt, weil wir mit Eintracht Braunschweig damals nicht so auf Augenhöhe waren und der Trainer wollte dann eher, dass wir ein bisschen defensiver, wenn man das so nennen kann, in dem Alter stabiler stehen und habe das dann wohl ganz ordentlich gemacht. Ja, und dann kam das Angebot vom VfL und da wurde dann ab sofort nur noch hinten mit mir geplant. Weiter ging es für dich dann in diversen Stationen der dritten Liga und auch in der Eredivisie, also der ersten Liga in den Niederlanden. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Ja, generell jede Station hatte Höhen und Tiefen, die eine mehr, die andere weniger. Es war immer eine sehr lehrreiche Zeit. Ich habe versucht, immer irgendwie alles aufzusaugen, mich selber zu reflektieren. Und ja, also ich würde vielleicht ein, zwei Dinge anders machen, aber wirklich unzufrieden mit der Zeit bin ich jetzt nicht. Also es war rundum eigentlich ja, coole Erfahrungen, coole Leute, die ich kennenlernen durfte oder Erfahrungen, die ich machen durfte. Von daher bin ich da demütig und ja, in gewissen Teilen stolz, dass ich so einen Weg schon gegangen bin. Definitiv. Jetzt blicken wir nach vorne und zwar hier in Offenbach. Jetzt bist du hier. Ein Verein wirklich mit Herzblut, mit Tradition und auch einem großen Projekt. Was hat dich im Endeffekt dazu überzeugt, hier zu unterschreiben? Ja, als Fußballspieler ist man ja immer so ein bisschen, das ist ja irgendwo das, was das Fußballspielen an sich ausmacht. Die Fans, die Emotionen, das Drumherum. Und ohne die vorigen Vereine zu nahe treten zu wollen, ist es, glaube ich, seit Aachen der erste richtige Verein, wo es wieder so eine Fanbase gibt. Und da hatte ich einfach Bock drauf. Also da war keine Sekunde der Zögerung, als der Kontakt entstand, habe ich sofort mit meinem Berater gesagt, das klingt gut, das können wir gerne forcieren. Das hört sich gut an, hören wir natürlich gerne. Kanntest du denn im jetzigen Team schon jemanden persönlich oder noch niemanden? Persönlich nicht, aber man ist sich natürlich ein, zwei Mal schon über den Weg gelaufen mit Philipp Hosin, ja, glaube ich, bei Dynamo Dresden gegeneinander noch gespielt, als ich bei Viktoria war. Den Törlis Knöll kenne ich über ein, zwei Ecken, weil wir auch ein paar gemeinsame Freunde, glaube ich, haben. Aber ansonsten, ja, nicht großartig, klar, man als fußballbegeisterter Mensch schaut man immer mal auch in die Regionalliga, auch solche Vereine wie Kickers Offenbach an und ich freue mich einfach, die Jungs kennenzulernen und auch mal unvoreingenommen mir ein Bild machen zu können. Du kommst in einer Zeit zu uns, in der wir so den richtigen Rhythmus noch ein bisschen suchen in der Anfangszeit. Was glaubst du, wie kannst du da am besten helfen? Ja, wie gesagt, ich habe schon ein paar Stationen mitgemacht. Ich bin damals mit Mainz 2 sogar mal abgestiegen, also ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ja, ich versuche natürlich so schnell als möglich zu helfen. Ich muss natürlich selber mich erstmal ja, ein bisschen akklimatisieren, ankommen in der Mannschaft. Ich denke, dass das aber relativ schnell funktionieren wird, weil ich durchweg eigentlich auch nur Positives über die Jungs gehört habe. Von daher glaube ich, dass wir relativ schnell die Kurve auch dann kriegen können. Jetzt schauen wir mal direkt aufs Spielfeld. Wir wissen, dass du IV spielst, also Innenverteidigung. Hast aber erwähnt, dass du in der Jugend auch gerne mal als Zehner aufgetreten bist. Wie würdest du denn deine Stärken auf dem Spielfeld beschreiben?
Ja, ich glaube, meine größte Stärke mit ist mein Aufbauspiel. Also die 2 Jahre Holland unter Frank Wormuth, generell die Eredivisie war schon sehr hoher Maßstab, was das Fußballerische angeht, gerade der holländische Fußball. Nichtsdestotrotz kann ich mich auch reinhauen, kann auch eklig sein. War, glaube ich, in meinem ersten Drittliga ja auch der unfairste Spieler der Liga. Also ich kann beide Facetten abdecken, von dreckig bis schön. Wichtig ist mir dabei immer, dass ich nur das mache, was ich kann, weil für Hackespitze 1, 2, 3 bin ich eigentlich nicht der Typ. Es hört sich nach einer hervorragenden Mischung an, muss ich sagen. Auf was freust du dich denn besonders beim OFC? Was sind deine persönlichen Ziele mit der Mannschaft? Ja, ich freue mich kurzfristig erstmal auf das erste Heimspiel, das erste Mal vor den Fans zu spielen, jetzt am Wochenende. Meine persönlichen Ziele sind einfach, mich schnell einzufinden und dann natürlich kurz-, mittelfristig der Mannschaft zu helfen, dass wir ja in obere Tabellenregionen kommen. Von Aufstieg möchte ich jetzt noch gar nicht direkt sprechen, aber natürlich weiß auch jeder, dass der OFC von seinem Drumherum nicht in diese Liga gehört. Abschließend 3 schnelle Fragen. Ich halte dann immer schnell rüber, du antwortest schnell. Grätsche oder Kopfballduell? Grätsche. Wer ist dein Fußballidol? Früher war es Steven Gerrard, mittlerweile habe ich, glaube ich, gar keins mehr. Den Ball hinten auf der Linie klären oder selbst vorne reindrücken? Hinten auf der Linie klären. Alles klar, vielen Dank, Rossi. Schön, dass du in Offenbach bist. Danke.